Sag mal, haben wir im letzten Part irgendwie den Affen hier runtergescheucht? Ja, ich weiß nicht wie, aber ja. Der läuft doch sowieso immer weg. Du wolltest ihn umbringen, aber das geht ja nicht. Oder konnte man ihn umbringen jetzt noch? Ach, ich weiß nicht mehr. Ist egal, du wolltest unbedingt Affen umbringen. Ja. Jetzt haben wir eine super Waffe und eigentlich sind wir jetzt damit... Ach ja, wir haben versucht, ihn mit dem Bumerang zu erschlagen. Richtig. Aber jetzt müssen wir ja sowieso erstmal zu... Ja, wo müssen wir überhaupt hin? Das ist eine gute Frage. Ach, scheiße, ich habe schon wieder anstatt auf Start auf Rumble gedrückt. Oh Mann. Das ist total belastend. Das heißt, du gehst nach links und zurück ins Dorf. Weißt du, wo das Dorf ist? Ja, ich weiß noch, wo das Dorf ist. Warte mal, Schäpis, ich muss ganz kurz... Och, ihr kennt mich doch. Meine erste Anmoderation bei TGN. Ich krieg's wieder nicht hin. Ich muss nur meinen Sound leiser stellen. Also sofort wieder raus. So, ey. Es hat nichts geklappt. Ja, unprofessionell. So, da sind wir wieder. Ja, ich bin unprofessionell ohne Ende. Das wollen aber jetzt können wir Gate besser hören. Das ist doch viel schöner als diesen doofen Zelda-Soundtrack. Ich mein Gate. Deine sonore Stimme. Hallo. Lässt mich dahin schmelzen. Vor allen Dingen, wenn ich das auch so stelle, dann ist super. So ist perfekt. Gate. Schmelzen würde bedeuten, es ist nicht so kalt. Ja. Nicht so wie jetzt. Es hat wieder geschneit. Es ist übertrieben scheiße kalt hier, ja. Es ist übertrieben kalt. Und ich wollte mal was sagen. Also normalerweise Leipziger Buchmesse, das ist für mich so der Moment, wenn der Frühling anfängt. Wir haben das immer so gehabt, wir haben am Kulkwitzer See geschlafen. Das kann ich ja mal sagen. Das habe ich auf Twitter auch schon erzählt. Also... Und dann ist es so, dass da die ganze Zeit da die Krötenwanderung läuft und wir mit dem Auto da hinfahren und gucken müssen, dass wir keine Frösche überfahren. Aber mittlerweile war das gar nicht mehr so. Dieses Jahr war das so, ach, alles voller Eis, ich muss bremsen, dass ich nicht in den Graben fahre. Das hatte ich noch nie. Das heißt, die Kröten sind alle tot. Nee, die Kröten, die sind alle noch am Schlafen. Ja, das ist ja auch blöd, ne? Voll verändert ja total den Rhythmus von denen auch. Ach, die juckt das hart. Die sagen, oh, diese Woche, nächste Woche, das ist denen scheißegal. Ganz ehrlich, was sollen sie machen? Ich denke mal, es könnte sie jucken, aber sie sagen sich dann so, okay, wir sind jetzt erst geboren, wir können jetzt erst wandern. Scheiß drauf, wir können eh nichts ändern. Vielleicht juckt es sie trotzdem. Was ist denn mit dem Typen, der so schreit? Vielen Dank noch einmal, danke. Ja, der bedankt sich bei dir. Das ist ein netter Kerl, das ist ein feiner Kerl. Ja, finde ich total gut mal. Endlich mal jemand sich bedankt, aber bei dir für das, fürs Dasein. Für dein Dasein. Ich finde das echt super, Geld. Ich bin begeistert gerade. Kennst du das, wenn etwas Positives aber auch nerven kann? Zum Beispiel Lachen. Hier ist jemand im Haus und Lachen ist ja eigentlich was Positives, aber einige sollten nicht lachen, weil dieses Lachen dann einfach irgendwann so... Und dann denkt man sich, hör auf zu lachen, bitte weine. Und das ist ja, es gibt auch so Lachen, wo ich denke, boah, das ist mir aber gerade sehr, sehr unsympathisch. Richtig, richtig, genau. Und ich denke dann immer so, hoffentlich ist diese Person nicht gerade am Flirten mit der Person, mit der sie gerade lacht. Weil, oh mein Gott. Ja, ist ein Mädchen jetzt. Ich wollte es nicht wieder darauf. Ich wollte es nicht wieder auf. Nee, wir wollen doch nicht mal in die Frauenkiste rein. Deshalb habe ich gesagt. Aber es war halt so, Frauen lachen ja oft, um zu flirten. Und, Aber die meinen das dann nicht ernst. Also ganz ehrlich, Gate, wenn ich lache, meine ich das. Warte mal, ich möchte jetzt weiterspielen. Wo müssen wir überhaupt hin? Ins Dorf. Und da? Bei mir bewegst du dich bloß noch nicht. Ja, bei mir auch nicht. Ach so. Gut zu wissen. Und was machen das wir hier? Das ist der beste Part hier. Was super. Müssen wir denn im Dorf machen? Sag mir das doch mal. Du gehst ins Dorf und dann rechts vom Dorf ist Ward. Wo bin ich bei dir? Vom Affen. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde, in der nächsten Aufnahme von The Legend of the Zelda Link's Awakening und alles läuft schief. Ja, das ist scheiße. Also, bis dann, Freunde. So, Schippis, da sind wir wieder. Technik ist nicht jedermanns Sache und ich hab da sowieso meine Probleme mit. Du kannst alles gut machen. Du musst einfach jetzt das, was die Leute hören wollen, sagen. Zum Beispiel alles anschreien, alles scheiße finden. Und Spiel machen. Scheiß Schild hier! Finde ich super kacke! Scheiß Baum hier! Finde ich auch diese Kacke! Scheiß Stein hier, geh weg! Deine Mutter, du auch weg! Boah, so große Steine gibt's doch gar nicht! Oh, für scheiß Spiel. So? War das richtig, Gate? Ja, das war aber noch so ein bisschen zu spezifisch darauf. Also als wenn du zum Beispiel geh runter, lass dich treffen und sag, das Spiel hat total die Kack-Kollisionsabfragen, du hast doch gehauen und einfach nur schreien. Ach, scheiß Spiel, total Kack-Kollisionsabfrage, ich hab dir doch einen Header verpasst, du hast so an, Junge. Sehr gut, jetzt, das finden die Leute nämlich toll. Die sagen jetzt nicht, du musst das Schwert nehmen, sondern doch einige werden jetzt ankommen und sagen, du verstehst das Spiel einfach nicht. Ich kann fliegen, das ist doch der noch an, der Junge. Genau, sehr gut. Das ist gut, das war richtig. Du hast zu lernen. Schaut an!
im Rummeckern, dass Cheater, die Fliegen Cheater. Unfair ist und Tools aus. Hurensohn ist gut, mach, sag Hurensohn und Hurensohn. Genau. Superschön. Um auf mehr Niveau zu. Ja, wir wollen mal so ein bisschen Hater erziehen jetzt hier. Ihr wisst schon, wie ihr das machen müsst. Ihr seid schon super Töfte. Nicht nur das, aber auch die Zuschauer, die dann nur noch das sehen wollen, sagen, oh, ich finde es so witzig, wenn du dich aufregst. Ich finde es ja besser, und da habe ich in letzter Zeit drüber nachgedacht, durch einen Kommentar unter einem unserer Videos, dass Link eigentlich voll die arme Sau ist, denn er wird eigentlich nur als Werkzeug benutzt und ist ziemlich arm. Okay, das müssen wir gleich sagen, weil hier ist nämlich wenn du nämlich die durchliest, gibt es hier ein kleines, nicht Labyrinth, ein Rätsel. Falscher Weg, zurück zum Start. So. Wo ist denn der Start, Mensch? Du fängst da an und machst genau nur das, was das Schild dir sagt. Du gehst runter und genau. Und das war sehr lustig, als man das damals gespielt hat. Ich finde das total gut gerade. Ja, okay, du machst das, ist doch nicht so ein tolles Rätsel. Das war halt früher was Besonderes. Nein, mir ist aufgefallen, dass ich mag Link. Oh mein Gott, wie clever. Ich glaube. Nee, da habe ich auch so gemacht, anders geht das gar nicht. Oder bin ich so seitlich rübergesprungen? Kann auch sein. Dass ich mag Link eigentlich. Weil ich damals, als ich. Das erste Spiel war, glaube ich, Link to the Past. Und da fand ich einfach so interessant, wie er losgeht und Held wird und so. Aber während die ganzen Teile kamen, habe ich gemerkt, es fehlt irgendwas. Und als dann Twilight Princess kam, ein echt gutes Spiel, ist mir aufgefallen, schon wieder ist ein Nebencharakter viel wichtiger, Midna, die wir gar nicht kennen. Und alle fanden Midna so toll. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, ich finde Midna nicht scheiße, aber ich würde gern mal, dass Link mehr im Rampenlicht steht. Ja, er braucht mehr Profil, definitiv. Er ist einfach nur der 0815-Held, der das alles irgendwie machen muss. Am Ende war er so. Im Prinzip ist er ja derjenige, der die Arbeit macht. Ja, genau, er ist ein Werkzeug vom Schicksal oder was auch immer, von den Göttern oder. Und er kriegt nichts. Er kriegt keine moralischen Fragen, er kriegt keine Liebe, er kriegt keine Entwicklung. Am Ende doch bei Ocarina of Time, da ist ja so, dass er erwachsen wird. Aber selbst das ist so gesehen am Ende egal, weil es ihn überhaupt nicht irgendwie stört oder macht oder sowas. Ja, genau. Und weil er am Ende, er sagt, ja, ich bin jetzt erwachsen. Ein kleiner Junge wird plötzlich ein erwachsener Mann. Und das ist in Ordnung so. Und er bleibt in einer Zeit sogar so. Naja, total schade drum. Also wie gesagt, ich finde das, ja, wie du sagst, schade. Es ist ein super Typ. Er hat nicht eine Sprecherrolle. Ja, genau, macht mal oder sowas. Ja, hat oder aber, hi. Oder, ja. Und hier, dieses Spiel zeigt, er hat Albträume. Ich meine, das wird am Ende Spoiler, Links Albträume manifestieren sich, oh, jetzt habe ich gespoilert. Und er hat Albträume und er hat Kontakt mit Menschen, die ihn plötzlich mögen und so weiter. Also es passiert ja was. Es ist nicht so, dass er nicht ein Charakter ist. Aber Leute sagen dann sowas, das ist ihnen egal. Und das finde ich immer ein bisschen, ich finde es schade. Ich bin ja aber auch eher einer, der Charaktergeschichten mehr mag als sowas, wo man selbst einen Charakter zusammenstellen muss, weil die haben überhaupt keinen, die haben ja, nichts. Ja, finde ich auch, ist so. Die sind einfach nur da und die sind dann der Held. Bei Skyrim, bist du jemand und denkst dir, woher komme ich, wer war ich, wo sind meine Eltern, was ist los? Und das ist ja, bei Skyrim ist es sogar noch schlimmer als bei Fallout. Bei Fallout hast du ja so ein bisschen Hintergrundgeschichte, da bist du ja der Latino-Lover, der da aus einer Vault entflieht. Aber Fallout habe ich nie gedacht, dass ich das bin, sondern ich spiele diesen Jungen, den man von Anfang an sieht, wie er auch, man sieht ihn nicht aufwachsen, aber man sieht, was er durchgemacht hat. Und man denkt, das ist sein Vater und nicht mein Vater. Und das meine ich, das finde ich schön. Das ist ja wie im Film, da denkst du ja auch nicht. Sollte man einen Film in First Person machen, wo du nicht redest. wo du es bist. Du machst diesen Film. Dann wird das man auch aber denken, mal was Neues. Ja, aber wird natürlich nicht gehen, weil natürlich du kannst. Nicht, weil die Leute zu blöd sind dafür. Sollen wir mal ein bisschen tanzen hier? Ah, Ward, yay. Das ist dein Part, Gate. Cool. Ich bin Ward, der Musiker. Frosch, natürlich. Aber das weißt du ja. Hä? Nummer eine neue Komposition hören. Es kostet dich nur lächerliche 300 Rubine.
Was ist, Alter? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn er seine Stage hier nicht so verstecken würde, dass er dann nicht so viel Preis dafür verlangen müsste, wenn er da irgendwie einmal auftritt. Das ist eine. Probieren Sie nur, das ist der Proberaum. Ja, deshalb, und das kostet dann 300 Rubine, ne? Seltsam ist, du bist der einzige nicht Frosch, auch grün, aber nicht Frosch und stehst im Wasser. Als einziger. Naja. Da sagst du was. Das ist auch deine. Sollen wir hören, oder was? Oh, tolle Musik jetzt. Ah, schön, komm. Kannst schon hören. Wunderschön. Ich finde es ja toll, dass er so zwei Mitsänger hat. Danke, vielen Dank. Dass er so zwei Mitsänger hat und die auch unterstützt. Jetzt kennst du also den Kröten Song. Dingsbums. Spielst du die Melodie, wird was passieren? Wird sich manches seiner Umgebung etwas lebendiger fühlen. Oh, Andeutung auf die Hose. Okay, du musst manchmal richtig bekloppt, weißt du das? Manchmal. Mhm. Aber ja, das ist doch. Hallo, die haben da keine kleinen Pillen, die müssen was anderes machen. Die haben so einen Song und der kostet 300. Hallo? Baden sind richtig mächtig. Ja. Und dann kannst du. Ich doch aus Munchkin. Ja, Baden können da lebendig machen, was vorher, ne? Ja. Ist so. Warte mal, aber du machst gleich etwas Hartes weich. Also, so hin und her. Das ist falsch, Kate. Das können wir nicht machen. Das geht gegen meine Lebensphilosophie. Das ist absolut falsch. Nein. Du willst nichts Hartes weich machen? Ist so. Dann kannst du keine tiefgekühlten Sachen mehr essen. Ist auch wieder doof. Tja, wie man es macht, ne? Ja, ist, du, alles ist alles verkehrt. Man sollte eigentlich gar keine Lebensphilosophie haben. Man sagt einfach, komm, wenn das hart jetzt sein muss oder weich oder was, ist mir total Wurst. Ja, optimier dein Leben so, wie es gerade kommt. Ja, genau. So mache ich es auch bei Brettspielen oder so, oder bei Videospielen. So. Ich mag das lieber, wenn man optimiert, wenn es gerade los ist. Wollen wir jetzt schon sagen, was wir damit machen muss? Mit dem Frosch hier? Gibt es eine andere Möglichkeit, außer dieses eine? Ich meine, es gibt... Ich glaube, du kannst in einem Dungeon noch irgendwas machen später, aber einmal. Aber jetzt eigentlich müssen wir nur noch links gehen, und um etwas zu holen. Warte mal, Gate, bevor wir das hier machen, können wir nicht eigentlich schon in den Farben-Dungeon rein? Ich glaube, du kommst noch nicht ganz durch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, dann machen wir das ganz am Ende. Aber warte mal, du brauchst ansonsten noch. Ansonsten habe ich jetzt hier ein Sicherheits-Safe-State gesetzt. Wir brauchen noch drei. Das letzte Dungeon ist doch eigentlich das, mit dem man den braucht, oder nicht? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also vorletzte. Kannst du nicht wegschieben jetzt? Womit denn? Ah, nee, es kommt später. War später. Pass mal auf, wenn ich das hier mache. Hier ruht der fliegende Gockel. Oder... Passiert nichts. Ja, deshalb. Du musst erstmal im nächsten Dungeon, glaube ich, den Level 2 von deinem Armreif bekommen, weil der Gockel ist nicht das, sondern der Gockel lebt da drunter. Ach, das haben wir noch gar nicht gemacht, stimmt. Das ist das Grab vom Gockel. Das heißt, und das ist jetzt die Frage, ich habe vergessen, wo das nächste Dungeon ist. Wir waren im Wasser-Dungeon. Ich weiß schon. Du weißt es schon. Ich habe es, glaube ich, noch so ein bisschen im Kopf. Müsste eigentlich laufen. Weil eigentlich waren wir auf dem Weg und dann kam der Geist. Den Geist musste man wegbringen, das war wichtig. Genau. Und dann hast du den Schlüssel hier reingesteckt. Hier ist falsch. Du musst dich von oben runterfallen lassen. Nee, das haben wir doch halt nicht. Nee, das hier war falsch. Hier muss ich hin. So. Stimmt, nach Norden, ne? Jetzt? Ja, ich könnte auch theoretisch durch die Stromschnellen, aber ich glaube, da fehlt uns doch was für. Hast du gesehen, wie die plötzlich da jetzt fegt? Ja. Du hast also gemacht. Ich habe das gesehen. Die merken das schon, wie die Frau einspannen müssen hier. Singen? Nein, ja, am Arsch singen. Ist gar nicht. Das ist nur ein Vorwand gewesen. Hast du gefördert. Ein Mensch ist hier. Zwei Menschen sind drüber gegangen zum Tierdorf. Zwei Schreine.
einer im Norden von hier, der andere im Westen. Haha, im Süden. Geh erst nach Süden, weil ich sage, wo die alten Ruinen von Windfisch erzählen. Die Reise lohnt sich bestimmt. Uhu, da kackt dich mal wieder jemand an. No. Das nennt man aber Taufe. Süden, rechts und dann runter. Ich überlege gerade, was kriegen wir denn da, was wir so großartig brauchen? Einen Schlüssel oder was? Ja, ich glaube Schlüssel für... Ja! Ich habe schon wieder einen Teil der Macht erhalten. Zum 3000. Mal in diesem Let's Play. Ja, wundervoll. War das aber nicht eigentlich der Teil von Ganondorf? Naja. Hier, du kannst nämlich...